Liebe Klartextfreunde, aus gegebenem Anlass ein fast live gesendeter Bericht von einer gerne wahrgenommenen Pflichtveranstaltung, die ich heute wahrgenommen habe. 75 Jahre Verfassungskonvent, Herren Chiemsee. Einladender der Bayerische Landtag und die Bundesrepublik Deutschland. Wir als AfD sind die Partei des Rechts und natürlich auch die Partei des Grundgesetzes und der Verfassung. Und aus diesem Grunde war es mir auch wichtig, dort zu sein. Aber tja, der gegebene Anlass, die Veranstaltung wurde ein Stück weit auch missbraucht. Es war im Prinzip eine gute Veranstaltung und die Hintergründe dazu lesen Sie bitte gerne in dem Link, den wir hier unter diesem Video einblenden. Artikel von mir, zumindest in Kurzform, wie wir zum Grundgesetz stehen. Das ist auch nichts Neues, wie ich zum Grundgesetz stehe, wie die Partei zum Grundgesetz steht. Das ist alles nichts Neues. Und wir sind die Partei des Grundgesetzes und der FDGO. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben das Grundgesetz immer im Mann. Ich habe das in diesem Kanal schon öfter gezeigt. Heute gab es sogar ein noch kleineres Grundgesetz. Auch das können wir an den Mann nehmen. Warum nicht? Alles gut. Soweit war es auch in Ordnung, dass die Veranstaltung relativ aufwendig war. Immerhin auf der Herreninsel im Chiemsee mit über 500 geladenen Gästen, viel Sicherheit, alles in Ordnung, weil es ja um eine wichtige Sache geht. 75 Jahre Verfassungskonvent, der Vorläufer der Grundgesetzerarbeitung, soweit also in Ordnung. Nicht in Ordnung waren, dass die Festredner, alle drei, Frau Ilse Aigner, Landtagspräsidentin, unser Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Söder, eigentlich im Mittelpunkt ihrer Reden weniger den Text des Grundgesetzes oder dieses Vorläufertextes gestellt haben, und das ist ja eigentlich das Wichtige, was wurde eigentlich erarbeitet, sondern sie sprachen eigentlich permanent von der Demokratie. Nichts gegen die Demokratie, und natürlich hängt das Recht mit der Demokratie zusammen, zumindest in unserer FDGO, aber am Ende des Tages ist es nicht dasselbe. Es ging heute ums Recht, um den GO-Teil in FDGO, freiheitlich-demokratische Grundordnung, die rechtliche Grundordnung. Und davon wurde eigentlich relativ wenig geredet. Man hat auch kaum etwas erfahren über den eigentlichen Artikel, erst in der Dauerausstellung, die sehr empfehlenswert ist, auf Herrn Chiemsee, kam man da etwas tiefer rein. Aber nicht in den Reden. Aber okay, die AfD ist, wie gesagt, auch die Partei der FDGO. Und aus dem Grund habe ich kein Problem, wenn auch Reden über die Demokratie gehalten werden und über den Parlamentarismus. Also soweit auch noch in Ordnung. Nicht in Ordnung war, es war natürlich eine Veranstaltung des Staates, des Freistaates Bayern, des Parlaments. Ich habe hier noch das Bändchen, da steht ganz groß, Bayerischer Landtag. Deshalb war die erste Rednerin auch die Landtagspräsidentin Aigner, Ministerpräsident Söder in seiner Eigenschaft als Repräsentant des Staates und nicht als Parteipolitiker, und auch der Bundespräsident natürlich als Repräsentant der Bundesrepublik und nicht seiner SPD, seiner Partei. Es waren hier keine Parteipolitiker am Reden, nur deshalb durften sie aufwendig Steuergeld in die Hand nehmen, um eine aufwendige Broschüre zu drucken, zum Verfassungskonvent und zu dieser sehr aufwendigen Veranstaltung zu laden, um das bayerische Wappen zu verwenden. All das wäre nicht zulässig, wenn es keine Staatsveranstaltung gewesen wäre. Es war aber eine Staatsveranstaltung, keine Parteiveranstaltung. Trotzdem, in allen drei Reden wurde erst subkutan und dann recht offen gewettert gegen die Feinde der Verfassung, die ominösen Feinde. Und es war von dem ersten Moment an klar, auch wenn es erstmal nicht ausgesprochen wurde, dass die AfD gemeint sei. Wir wurden permanent in den Mittelpunkt dieser Reden gestellt, unausgesprochen einerseits, und das ist keine Verschwörungstheorie, aber wir waren natürlich gemeint. Warum ist es keine Verschwörungstheorie? Nun denn, B24, der bayerische Radiosender, hier Nachrichtensender, öffentlich-rechtlich, hat, als wäre es nichts gewesen, Frau Ilse Aigner zitiert, als Zitat, sie habe direkt oder indirekt die AfD als Verfassungsfeinde bezeichnet. Was auch in der Praxis so war, es war noch nicht mal eine Lüge, nur sie hat es halt nicht ausgesprochen, jeder im Saal wusste es aber. Und das ist nicht in Ordnung, das ist ein Missbrauch des Staatsakts, ein Festakt von staatlichen, von ihren Steuergeldern finanziert. Das geht nicht. Man kann uns nicht parteipolitisch in die Pfanne hauen, und genau das ist passiert. Parteipolitisch geht nicht. Es gibt ein staatliches Neutralitätsgebot. Das war auch jedem klar. Und wenn Sie selbst das noch nicht glauben, ich saß in einem Block von Journalisten, natürlich alle links und handverlesen, und zwei schon vor der Veranstaltung unterhielten sich vor Ort, noch vor der Rede von Ilse Aigner, darüber, dass in ihrer Rede, und die Rede lag ihnen schon vor, über die AfD hergezogen werden würde und Herr Haldenwang positiv dargestellt werden würde. Und das ist keine Lüge von mir, ich habe es genauso gehört, ich weiß auch den Namen des Journalisten, aber den zitiere ich jetzt hier nicht.
Er hat also zu seinen Nachbarn so feixend gesagt, ja, diese Passage kam erst kurzfristig raus, weil die AfD ja gerade relativ viele Debatten mit dem Verfassungsschutz hat. Und hehe, das gelingt jetzt sicher, da kann man punkten gegen die AfD. Und deshalb ist es ins Redemanuskript reingenommen worden. Ich wusste es also schon vor der Rede und punktgenau, es kam auch genauso, es wurde kein Jota vom Redemanuskript abgewichen, das der Journalist bereits gehabt hatte. Tja, und das ist natürlich vorsätzlicher Missbrauch des Amts und des Staatsakts und damit ihrer Steuergelder. Das sind keine Verschwörungstheorien, es hat alles immer Methode. Auch in B24 wurde praktisch nur über diese Passage berichtet, obwohl es ja lange Reden waren, in denen auch viele Dinge historisch richtig waren, in denen auch die Conclusio richtig war. Die FDGO, die Verfassung, das Grundgesetz sind wichtig, es ist auch uns wichtig. Tja, aber die einzigen, die es eben wirklich noch hochhalten. Das Recht, sowohl das Verfassungsrecht als auch das ausgelegte Recht und auch wenn es manchmal schwer zu ertragen ist, auch das Auslegungsrichterrecht, auch die Einfachgesetze natürlich, wir halten sie hoch. Wir sind eigentlich die einzige Partei, die das noch tut. Und insofern war es wieder mal eine orwellianisch verdrehte Veranstaltung, würdig, was den Rahmen angeht. Natürlich, Bundespräsident Steinmeier brachte es sogar richtig auf den richtigen Nenner. Man tagt in einem Prunksaal. Vor demokratischer Natur, vor der Verfassung aus der Zeit von Ludwig II. In Bayern, natürlich hochprunkvoll, obwohl ja eigentlich die Verfassung in einem sehr kargen Saal erarbeitet wurde. Tja, so sieht's aus. Da hat er sogar recht. Aber die einzigen, die wirklich noch die karge Verfassung ihrem Wortlaut getreu haben wollen, das sind wir von der AfD. Und deshalb bitte ich Sie, wählen Sie uns gegen die wahren Verfassungsfeinde. Das waren zumindest ansatzweise auch die Redner heute. Zumindest waren sie Rechtsbrecher. Und das wollte ich Sie doch mal wissen lassen. Ihr Peter Böhringer.